So, ein Video aus August 2018. Ja, ich habe damals einen Fehler bei der Aufnahme gemacht. Ich hatte das Handy hochkant. Nun müsst ihr eben halt, um das Video zu sehen, euer Handy drehen. Um was es mir hier geht, wurde vorgeworfen, ich hätte mich ja nie um die Hufe gekümmert. Mich mal bequem hinsetzen. Abfilmen ist immer scheiße. So. Also ich weiß zwar nicht, was ich da mache, aber ich glaube, ich mache die Hufe. Damals musste ich sie dann auch anbinden. Ja, mein Shogun. Ja. So war das damals. Position finden. Aber ich habe mich ja um nichts gekümmert, ne? Kurz vorher war meine Trennung. Wie gesagt, das war August 2018 und im April 2018 ist mein Ex ausgezogen. Und wenn man bedenkt, das Video 10 Tage bevor sie abgeholt wurde, da brauchte ich sie nicht mal mehr anbinden. Was ich da an Arbeit und Herzblut drin gesteckt habe, um das so weit zu bekommen. Also da hatte mir dann schon jemand gesagt, ich geht nicht mehr an meine Pferde ran, das sei lebensgefährlich, an die Hufe zu gehen. Weil gerade Hinterhufe ist ja so ein Problem für Pferde. Hinterhufe sind ihre Waffen und da lassen sie nicht jeden ran. Aber ich habe ja nichts gemacht, ne? Ich habe mich ja nicht gekümmert. Ich habe ja nicht am Vertrauen des Pferdes gearbeitet, ne? Ich habe mich ja nicht weitergebildet. Nein. Mit viel Liebe, Verständnis, Mühechen. Aber ich habe mich ja nicht gekümmert, Leute, wie drin jagen, ne? Wie gesagt, ich filme gerade vom Rechner ab. Weil ich weiß, ich habe noch ältere Videos, wie ich mich um meine Pferde gekümmert habe. Und der Veterinär stellt sich hin, die Videos sind gestellt. Die sind ja nicht echt. Weil ich wusste ja 2018 schon, dass irgendwann mal das Veterinäramt kommt, ne? Beziehungsweise habe 2021 ein Video aufgenommen. Und hab dann eine Zeitreise gemacht, um es dann in 2018 zu filmen. Oder zu speichern. So viel zum Thema Rechtsbeugung, Behördenwillkür und so weiter. Das Video ist mir übrigens in die Hände gefallen in meinem FB-Account als Erinnerung. Die 30. August 2018 wurde mir das als Erinnerung angezeigt. Und so bin ich nochmal auf das Video gekommen, dass es dieses Video gibt. Ich kann doch nichts dafür, wenn sie mich an die Hufe lässt, aber andere nicht. Sorry.
schon. Da war die Welt noch in Ordnung. Wie gesagt, ihr müsst euer Handy drehen. Ich habe damals einen Fehler beim Aufnehmen gemacht. Viel Geduld, viel Verständnis. Immer wieder üben, üben, üben. Er muss immer wieder durchs Bild rennen. Er hat immer Probleme gehabt, wenn er nicht beachtet wurde. Und ein Hofbearbeiter hatte ja dann bestätigt, dass ich gute Arbeit geleistet habe, dass ich Winkel beachtet habe, dass ich Achse beachtet habe und alles. Hat er ja bestätigt. Danach hat er ein Verbot vom Veterinäramt bekommen, sich meinem Hof zu nähern. Wie kann man auch was Gutes über mich sagen?